Die Richard Witt Innenkabine 359. Jetzt haben wir hier eine muckelige Innenkabine, die 359. Ich persönlich schlafe in Innenkabinen immer richtig gut. Und wer ein bisschen Geld sparen will bei der Kabine, um das dann zum Beispiel für in Ausflüge zu investieren, der ist hier richtig aufgehoben. Ein Sofa und ein Bett, was man auch hochklappen kann tagsüber, wenn man möchte. Fernseher ist dabei mit Bugkamera. Da kann man sich auch draußen fühlen, während man in der Kabine ist. Und hier haben wir das Badezimmer.